Wow. Hallo Leute, wir sind mitten in einem Kampf und ich muss euch leider kurz was gestehen. Ich bin jetzt gerade am Morgen aufgewacht und ich wollte jetzt eigentlich noch schnell einen Part aufnehmen von Pokémon Flower Sky. Und dann ist absolut die Katastrophe passiert. Es war weder mein Save Game gespeichert. Ich mache Doppelspeicher. Also ich habe einmal ein Save Game, ein Save State gelegt auf 1. Und habe im Originalspiel gespeichert. Keins davon wurde abgespeichert. Und das hieß im Klartext, meine Pokémon waren jetzt im Schnitt von Level 25 bis 30. Ich musste jetzt alle Pokémon mit Sonderbonbons leider wieder hoch erschieben. Und das wird aus dem Grund Konsequenzen haben, weil jetzt die bestimmten EV-Punkte fehlen, die es eigentlich in den normalen Kämpfen erwerben sollte. Und ich fühle es auch hier in Heracross, dass es irgendwie schwächer ist wie vorher. Ich habe mir das nämlich noch mal wild fangen müssen. Level 13 habe ich es mir gefangen. Es war Gott sei Dank wieder ein Männlein. Und es hat aber dafür umso länger gedauert. Ich habe glaube knapp eine halbe Stunde an diesem blöden Baum da umheadbutten müssen, bis seitlich mein Scarabon runtergefallen ist oder überhaupt ein Pokémon runtergefallen ist. Und ja, ihr hört vielleicht raus, ich bin leicht erkältet. Jetzt habe ich es wahrscheinlich voll abbekommen. Und ich versuche auf jeden Fall wieder gesund zu werden. Ich habe da meine Methoden, schnell gesund zu werden, und die funktionieren meistens bei mir. Ja, und wie manche Leute vielleicht ahnen könnten, beziehungsweise schon gesehen haben, habe ich auch wieder ein neues Projekt gestartet mit Zocki Silver, ein Let's Play Together mit Zocki Silver 17, solltet ihr glaube kennen, ein Pokémon Saphir Port. Unsere Regeln, wir haben schon bereits ein paar Regeln aufgestellt, also erstmal die 0815 Regeln. Wir dürfen maximal 15 bis, sagen wir mal, über den Daumen 22 Minuten aufnehmen. So, er kann vornehin nur 15 Minuten 30 aufnehmen, dann ist es wieder in Ordnung. Dann muss ich mich aber auch wahrscheinlich wieder daran halten. Ich habe jetzt gedacht, er könnte das auch. Ich müsste mir eventuell fragen, ob er ein Handy hat, weil dann könnte er durch einen Limitsetzer, den ich mal in irgendeinem Part von Flowasker erwähnt habe, könnte er durch seine Handynummer dann auflösen. Und dann kann er genauso lange aufnehmen wie ich. Und ja, dann liegt die Grenze, wenn er das machen kann, wie gesagt, bei 15 bis 22 Minuten. Aber der Fairness-Halber muss ich dann, wenn er das jetzt nicht kann, muss ich auch 15 Minuten aufnehmen, sonst wäre es unfair, weil dann hätte ich 7 Minuten länger trainiert wie er. Und dann kann der nie im Leben mithalten. Das geht nicht, weil das ist, dann habe ich ein Drittel mehr trainiert, wie er eigentlich trainieren kann. Und ja, jetzt muss ich ihn auf jeden Fall fragen, wie es aussieht, ob er ein Handy hat, weil dann kann man das über SMS bestätigen, dass er ein wahres YouTube-Mitglied ist, und dann hat er auch nicht mehr die 15-Minuten-Grenze. Und dann kann ich auch nochmal mit ihm absprechen, dass er euch länger machen kann, aber nicht zu lange. Weil ich denke, die Leute, die schauen sich ein LP an, wo einer jetzt total monoton klingt, das ist zumindest bei den meisten Anfängern, das ist teilweise auch bei mir so, glaube ich kaum, dass sich die Zuschauer 25 Minuten mein oder sein Geschwätz oder von allen Anfängern eigentlich 25 Minuten ihr Geschwätz anhören können. Also ich könnte es zumindest nicht von einem Let's Player Noobie mindestens 25 Minuten Video anzuschauen und anzuhören, während er eigentlich monoton klingt und zu einem sagt, ja, wow, da ein Flurmel, da, wow, Zubat, wow, wow. Also ich versuche meine Let's Plays jetzt ein bisschen interessanter zu gestalten mit ein paar Geschichten von mir. Und ja, ihr könnt es auch weiterhin kritisieren. Ich sehe auch, dass ich zurzeit mehr Abonnenten bekomme. Ich stand auf der Zahl, auf der lächerlichen, ich sag mal lächerlichen Zahl, 10 Abonnenten. Ich habe jetzt gestern 3, 4 Abonnenten mehr bekommen. Und ja, gut, das könnte aber auch daran liegen, wegen Mr. Schweizer LP, dem ich nochmal in dem Sinne danken will, dass er ein Dankesvideo von mir veröffentlicht hat, weil ich ihm ein Avatar gezeichnet habe. Und ja, jetzt haben mich ein paar nach MKW gefragt, wegen Online und so, meine FC-Nummer. Und ich will euch das auch mal schon vornherein sagen, mein FC steht in der Kanalbeschreibung drin, da könnt ihr mal reinschauen. Und dort, das nur ein bisschen ganz runter scrollen, das steht ganz unten FCs Mario Kart Wii, und dann steht da meine Nummer dran. Eure Nummer könnt ihr mir dann über private Nachrichten schicken oder Kanalkommentare, aber ich glaube kaum, dass ich die Kanalkommentare anschauen kann, weil ich werde auch irgendwie nicht benachrichtigt, wenn ich neue habe.
Und daher wäre es einfach geschickter, wenn ihr mir private Messages schreiben wollt. Und wenn ihr mal fahren wollt, dann könnt ihr mir das gern schreiben. Ich bin gern offen für solche Dinge, mal online gegen euch zu fahren an alle. Und ja, und das fragt mich auch zu sein, was mache ich da? Oh Mann. Auf jeden Fall, ich bin in dem Dienst sehr offen. Ich bin da nicht so arrogant wie manche andere Let's Player, wenn sie mal 200-300 Abonnenten haben und meinen, sie sind gleich der Gott höchstpersönlich. Weil das kenne ich so von einigen anderen Personen, dass die dann Videos hochladen und dann sagt man mal irgendwie gut gemacht, wie machst du das und das, dass man dann einfach keine Antwort darauf bekommt, weil man irgendwie sich zu schnöde, zu fein ist zu antworten. Also so ein Let's Player möchte ich um Gottes Willen nicht werden. Klar, wenn ich jetzt mal eine höhere Anzahl habe an Abonnenten, dann ist es unmöglich, dass ich allen antworten kann, aber ich versuche dann immer mein Bestes versuchen, allen zu antworten. Aber gut, davon will ich jetzt erstmal nicht anfangen, weil ich bin im Moment noch ziemlich unbekannt, muss ich sagen, und daher kann ich sowas noch nicht verlangen. Und ja, ich hoffe, dass sich die Abonnenten meine Videos auf jeden Fall anschauen. Und ich will mich dann entschuldigen auf jeden Fall, wenn ich mal krank bin und dann meine Let's Plays weniger gut werden. Ich kann weniger mit meiner Stimme rumspielen, man merkt es wirklich. Ich streng mich gerade echt an mit dem Reden. Und trotzdem will ich einfach mal aktiv bleiben und versuchen täglich 2 bis 3 Videos hochzuladen von den jeweiligen Projekten, die ich zurzeit mache. Und ja, auf jeden Fall gut, meine Planung liegt darin, dass ich nach Flower Sky, ich versuche das auf jeden Fall so schnell wie möglich jetzt hinter mir zu bringen. Aber zurzeit bin ich in den letzten 3-4 Parts nur am Trainieren gerade und ich komme gerade irgendwie kein Stück vorwärts, habe ich das Gefühl. Gut, es könnte auch daran liegen, weil ich jetzt ein neues Pokémon gefangen habe und das muss jetzt wieder trainiert werden. Ja, dass ich da auf jeden Fall gerade ein bisschen stehen bleibe und ich würde jetzt so gern mal gegen den Arena-Leiter an sich kämpfen und mal endlich weitermachen und endlich in den scheiß Polarwald kommen, aber in dem Niveau, wo ich gerade bin von Level, habe ich überhaupt keine Chance gegen Sky, geschweige denn gegen den Eis-Arena-Leiter, der deutlich schwächer ist. Und ich brauche jetzt einfach ein gutes Kampf-Pokémon und Mediti schlägt sich im Moment nicht gut dafür. Und ich würde mir auch in den Arsch beißen, wenn ich jetzt spä gegen später auf ein wildes Meditales Level 37 bis 40 treffen kann und ich mir da am Anfang Mediti zusammengeschaufelt habe. Das Risiko kann gut bestehen, aber ich hoffe es nicht persönlich, dass es so der Fall wäre. Weil, ja, dann habe ich mein Training eigentlich an das Viech verschwendet und es ist brutal schwer, dieses Mediti zu trainieren. Ihr habt es auch am Anfang gemerkt, es ist fast immer verreckt. Es ist fast immer verreckt und es hat auch nicht viel ausrichten können. Und ja, es ging teilweise auch an meine Nerven, jedes Mal wegen jedem Kampf ins Pokémon Center zu rennen und meine Pokémon heilen zu lassen. Und jeder Kloss könnte gerade verlieren. Das kann ich nicht zulassen. Muss ich schauen, ob ich was habe. Ich habe nur Portionen. Es tut mir leid. Und ja, wow, ich schwätze wieder 8 Minuten irgendeinen Senf dazu. Ich hoffe, das ist ein interessanter Gesprächsstoff, das ich gehabt habe. Und wie gesagt, nach Pokémon Flower Sky versuche ich dann Area of the Road zu Let's Playen und dann ein darauf folgendes Down of the Road. Das ist die Fortsetzung, wie der Name wahrscheinlich schon erraten kann. Und ich bin riesiger Fan von Castlevania-Teilen. Ich habe fast alle gespielt, außer die PS2-Teile und N64. Und yeah, mein Hedda Epic ist besiegt worden. Dankeschön, du Arschloch. Und ja gut, jetzt müssen alle Pokémon wieder wenigstens ein Drittel bzw. die Hälfte erreichen von ihren ursprünglichen Levels, weil ich glaube kaum, dass alle so haargenau auf dem Punkt waren. Und ja, jetzt fehlen auf jeden Fall diese EV-Punkte und das ist so ziemlich das Ärgerlichste, was in einem Let's Play passieren kann. Jetzt sind meine Pokémon nämlich deutlich schwächer geworden. Gefällt mir gar nicht, Leute. Und ich hoffe, dieses Spiel wird auch in Zukunft abspeichern, um Gottes Willen. Bitte sag mir nicht, dass dieses Spiel einen Speicherfehler hat.
Weil ich kann mich zu 100% erinnern, ich werde zu jedem Let's Play immer auf den Start, fast auf jedem Let's Play immer am Ende den Startbutton drücken, damit ich bloß abspeichere und damit ich auch bloß Save States lege. Und das habe ich beides gemacht und beide Save States sind irgendwie verschwunden. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall, ich hatte wieder einen alten Save State, das wäre zurückgesetzt worden vom 2. Oktober. Und da waren meine Pokémon Level 25 bis 30 ungefähr. Und das war so ziemlich das Ärgerlichste, was einem passieren kann, wenn alle Pokémon wieder einige Level runter sind. Und jetzt muss ich mir wieder auf jeden Fall durch harte Arbeit wieder alles durchkämpfen. Ich will euch schließlich zeigen, dass ich kein Cheater bin. Weil das wird in manchen Pokémon-Teilen gemacht, dass da einfach gecheatet wird. Und es ist dann teilweise so offensichtlich, wenn sie dann sagen, ja, ich habe offscreen trainiert, bla bla bla, dann müssen sie nur ein paar Mal gegen irgendwelche Pokémon kämpfen, damit sie EXP-Ball ein bisschen voll haben, damit das ein bisschen glaubwürdig rüberkommt. Und darum mache ich das einfach so, damit ihr die Sicherheit habt. Ich werde einfach bei jedem Level Up normal einen Cut setzen und jedes Mal, wenn Level Up im Kampf ist, dann kann ich damit beweisen, dass ich meine Pokémon wirklich hart trainiere und nicht offscreen, dass ich dann irgendwo stehe und stotterige, so, hier meine Pokémon, bla bla bla. Woher soll ich dann die Sicherheit nehmen, dass der das nicht gecheatet hat und dann einfach mal ein paar Pokémon dort durchgekämpft hat, sodass er wenigstens ein paar EXP bekommt, dass man dann den Anschein hätte, als hätte er frisch gekämpft. Also so billig bin ich dann auch wieder nicht, muss ich sagen. Also das war jetzt wirklich nur ein Ausnahmezustand und ich verliere schon wieder, glaube ich. Gibt's doch nicht. Ja gut, Hornattacke, jetzt war das wahrscheinlich. Ne, das geht nicht mal. Todesblöde Viech. Ja, okay, das wäre eh ein Doppelkill gewesen, also. Gut, ist jetzt nicht schlimm. Oh, ich hoffe mal, mein Draco wird bald die nächsten Levels mal eine gescheite Drachenattacke lernen. Ich denke, jetzt wird langsam Drachenblut überflüssig, muss ich sagen, weil jetzt werden die HPs zwischen 80 und 90 betragen. Sprich, dann braucht es schon 2 bis 3 Dragon Rages, bis dieses Pokémon tot ist. Und das würde eine ganz lange Zeit dauern, auf jeden Fall. Und ihr seht schon wieder, dieses Training dauert wirklich immens lang, bis es überhaupt irgendwie ein Level hat. Und darum gehe ich von aus, weil ich das anders so nicht kenne, dass die dann sagen, sie trainieren offscreen und dann drücken sie auf Start, dass ich dann davon ausgehe, dass sie mit Sonderbonbons hochgepusht haben. Davon gehe ich dann einfach aus. Und gut, das ist schon der zweite Teil, in dem ich blöd wie ein Irrer trainiere und im nächsten Part werde ich auf jeden Fall wieder Cut setzen und euch nicht vollschwätzen. Damit wir wenigstens ein bisschen vorwärts kommen, weil ihr seht, ich brauche da Ewigkeiten, bis er überhaupt was anbeißt, bis ich überhaupt ein Level bekomme. Und es kommt auch immer darauf an, wie viel Level dieses Pokémon hat. Hier zum Beispiel Level 19. Geht eigentlich, ist in Ordnung für Heda Epic, das könnte sogar gewinnen. Aber Level 27 und 29, die könnten mein Heda Epic mit wirklich viel Unglück killen, problemlos. Besonders durch die Rauhaut, die es meistens besitzt. Wird es schon ziemlich schwer und es hat gerade einen kritischen Treffer gelandet. Und Heda Epic kann im Moment nur physische Angriffe, heißt das, es wird immer durch Rauchhaut verletzt, egal was ich einsetze. Und Furienschlag wäre selbstmordgefährdet, weil. Es hat einen Quick Break! Endlich mal eine Kampfattacke! Gut, Ausdauer ist jetzt unnötig. Jetzt hat es mal wenigstens eine Step-Attacke gelernt und zwar Brick Break. Also 50% Bonus auf denselben Attackentyp. Sprich hat es eine Stärke von 70, gehen wir mal aus, und 35, und dann hat es 35 durch die 50%, dann beträgt die Stärke schon 105. Und jetzt will ich mal sehen, wie stark Quick Break ist. Ja, One-Hit-Kill. Und ich denke, das wird jetzt mein Training ziemlich vereinfachen. Und ich glaube, ich setze hier jetzt schon einen Cut, weil ich will nicht schon bis zum nächsten Part wieder sagen, wir sehen uns wieder hier, weil ich öde dieser Ort hier langsam an. Ja, gut. Ich habe gefailt, ich weiß.
Man sieht sich dann pro Level ab, Leute, man sieht sich. Level 24, der perfekte Beweis. Level Up für Hedapik, Level 25. Level 26, das Training dauert so lange. Level 27 für Hedapik. Oh, das war knapp. Hedapik erhält Level 28. Ein Magic Cup. Brick Break. Komm schon, Level Up, Level Up, komm schon. Oh yeah. Level 29 erreicht. Das wird unser letzter finaler Kampf. Und dann haben wir ein Level Up erhalten mit 30. Dann ist endlich jeder Epic auf dem Niveau von unseren anderen Mitstreitern. Level 30 erhalten. Und Angriff ist enorm gestiegen. Und das erlernt sogar Konter. Das werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Und wir werden da auf jeden Fall wahrscheinlich Silberblick dafür opfern. Und gut, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte, dass jeder Epic mindestens das Niveau der anderen erhält. Und nun würde ich sagen, wir sind einigermaßen bereit gegen den Arenaleiter von dieser Eisarena. Wir sehen uns dann in der eisigen, 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 eisigen Stadt, wo uns Norbert, nein, nicht Norbert, er sieht aber so aus wie Norbert, treffen werden. Ja gut, also seid gespannt dieses Mal. Es wird jetzt nicht mehr ganz so trainingslike. Jetzt geht es wieder im Ernst des Lebens weiter. Bis dann!